Ich war ja schon lange nicht mehr hier an der alten Festung. Auf Amure, also Attacke Vollgas, ran an das Wasser. Und mit viel Glück ballern hier auch noch ein paar mehr schwarze Amure rein. Also ran an den Spot und mal gucken, was denn hier so reingeht. Ich habe gerade erstmal nur Köder rausgeballert. Heißt also keine Futtermischung und ähnliches. Schönes Setup, einfach nur auf Kokossahne. Und dann hier an der Stelle auf 19 Meter gerade eingestellt. Und ja, ein paar Minuten bin ich jetzt schon hier. Knappe 10 Minuten. Sieht auch schon ganz vernünftig aus, das Ganze hier. Ja, bis hin zu 18 Kilo. Der hat auch schon richtig Bock gehabt. Schwarzer Amur war auch schon mit dabei. Wie gesagt, das Ganze hier an der Stelle. Zack, auf 19 Meter. Altbekannter Spot hier an der alten Festung. Einer der Top-Spots, würde ich sagen, für die alte Festung. Und was mir jetzt die Tage noch aufgefallen ist, im Discord, übrigens Link zum Discord unterm Video, da war die gleiche Stelle hier, da war ein Beitrag komplett auf Regenwurm beangelt. Gleiche Stelle hier mit dem Regenwurm, mit dem Anfänger-Setup. Heißt also Feederset Start, hier die Stelle rausgeschmissen, Regenwurm. Und der Kescher sah verdammt gut aus. Also dafür, dass dann quasi hier nur mit dem ollen Wurm geangelt wurde, kam da richtig was bei rum. Von Schleie, natürlich Karauschen, Rotaugen und so weiter. Also ein Kunterbund, alles was es halt hier so gibt an der alten Festung, hier schön rausgezogen. Lohnt sich also auch, wenn man hier mit einem kleinen Setup unterwegs ist. In dem Fall würde ich vielleicht sagen, so auf ungefähr 15 Meter den Schnurclip gemacht in diesem Bereich. Auch da dann ohne eine Futtermische einfach mal reinwerfen oder dann eben auch ein bisschen variieren. Vielleicht mal die drei Routen hier auf 10 Meter auswerfen, danach so auf 15 und dann vielleicht da hinten auf 19 Meter, 20 Meter, dass man dann da hinten in dem Bereich unterwegs ist. Zack, da geht der nächste Brocken rein. Sehr schön. Ja, jetzt in dem Fall hier, wie gesagt, großes Setup. Auch eher für die großen Angler. Ich sag mal, Level 20 herum. Da macht das, glaube ich, mehr Sinn. Mit einem kleinen Setup sich hier hinzustellen. Und da ballert hier so ein 8 Kilo Brocken rein. Da ist man erstmal locker eine halbe Stunde mit beschäftigt. Macht eigentlich, ja, kann man mal machen, sagen wir es mal so, kann man mal machen. Aber auch da hat man eben die Chance, dass vielleicht auf dem Regenwurm auch mal ein größerer Schuppenkarpfen reingeht. Also der Drill bleibt da auch nicht aus. Das heißt auch hier gerade an der alten Festung, das heißt ja immer so schön, hier lernt man laufen. Ja, passiert halt häufiger, dass man dann auch wirklich hier ins Rennen kommt und dem Fisch hinterher rennt. Denn die Großen ballern auch hier rein. Jetzt an der Stelle, wie gesagt, teste ich gerade mit Kokossahne. Ich habe noch keine Futtermische hergestellt. Ich schaue aber gerade mal eben rein. Habe ich nicht noch eine Kokossahne? Kokossahne, Futtermische. Hier habe ich sogar noch, das Kokos mit Banane. Das nehme ich nicht. Ich glaube, ich mache sonst mal eine ganz neue. Wobei, hier habe ich vom Danny DeVito noch. Hier ist mit Nussmische drin. Auch eine Möglichkeit. Ich erstelle einfach nochmal eben eine. Ganz klassische Kokossahne und für... ich überlege gerade, für ein Amur könnte man tatsächlich... entweder auf Erbse, Mais ins Süßliche, Hanfsamenmehl kann man, glaube ich, auch nehmen. Ich glaube, ich nehme diesmal Hanfsamenmehl und dann gehen wir mal komplett auf Kokossahne. Da gibt es ja die Feed Pellets und wir machen es quasi komplett einmal voll mit den Feed Pellets. Wobei man auch das hier, finden wir nicht noch was anderes? Ich nehme mal hier noch, das sind jetzt zweimal Kokossahne und ich nehme hier einfach nochmal die Sahne. Sahne Feed Pellets, die süße Sahne. Sahne Feed Pellets 10. Ich gehe mal hier auf die etwas größeren, dass wir auch ein bisschen größere
Partikel mit drin haben. Man kann natürlich noch einen geschredderten Boily nehmen. Das geht natürlich auch. So, dann haben wir noch einen 8er süße Sahne. Okay. So, dann haben wir das zumindest. Sahne und süße Sahne. Das Ganze machen wir jetzt hier nochmal mit Kokosnuss. Da lasse ich jetzt die Cream mal raus. Einfach nur komplett Kokosnuss. Und das Ganze ist hier Kokosahne. Zack. Und ab dafür. Und dann gucken wir gleich mal, wie das so geht. Für die Amoure. 10 von 10. Perfekt. Das Ganze packe ich jetzt noch in einen PVA. Wenn ihr keinen PVA habt, dann natürlich ab in die Futterrakete. Wenn ihr die Futterrakete noch nicht habt, beziehungsweise die Marker oder die Raketenroute sozusagen, dann... Oha, jetzt habe ich hier so viel davon. Okay. Das ist dies hier, ne? Ja, das ist diese hier. So. Dann die Karpfenruten dafür verwenden. Die Karpfenruten kann man umbauen auf auf Rakete sozusagen, ne? Ich hole mal die jetzt eben rein. Und dann gucken wir uns auch gleich direkt das Setup an. Also, Basis-Setup jetzt hier gerade. Ich habe einen 1-0er-Haken gewählt, einen etwas größeren. Man kann sich auch bestimmt hier bis zu einem 2-0er, 3-0er-Haken hinstellen mit den Amouren. Wobei eigentlich hier ein 1-0er schon ausreichen sollte. 22er Pop-Up ist ganz gut. Da geht schon ein bisschen was. Sahne drauf und gib ihm. Und dann machen wir hier jetzt natürlich das PVA drauf. Beziehungsweise haben wir das jetzt hier. Ja, 30 Stück. Das sind sie, genau. Ja, und wie gesagt, man kann es halt hier umstellen auf Rocket. Fiederig. Das heißt, man wirft dann damit eben aus. Man muss sich nicht extra eine Route kaufen. Wirft dann damit eben die Futtermische aus, wenn man das PVA so noch nicht kann. Und dann ist das gut. Hier nochmal drauf achten. Es gibt auch ein extra Video zu, welche Rakete für welche Partikel. Da ist wichtig, hat man hier die offenen Raketen, die geschlossenen Raketen, wie groß sind die Partikel und so weiter und so weiter. Also da auf jeden Fall mal reinschauen. So, ich lasse das jetzt natürlich so, wie es hier ist. Und dann auf 19 Meter. Zack, da vorne hin in Richtung von dieser Wurzel oder zwischen Wurzel und Schilf. Ja, wie gesagt, bisher bin ich schon ganz zufrieden. Die ersten Brocken, die hier reingegangen sind. Hier ist das zweite, das ist ähnlich aufgebaut. Zack, das machen wir auch jetzt so. Da haben wir das. Auch da sind die 19 Meter drin. Zack, gleiche Stelle, perfekt. Und das dritte Setup ist ein bisschen anders. Das dritte Setup hat aber auch schon geliefert hier. 1-0er Haken, 22er, also ich bin hier bewusst auf die etwas größeren auch aus. Hier ist es dann 15er Pop-Up mit Kokosfrüchte, Kokosnektar ist auch drin. Man kann das hier auch vielleicht nochmal eher auf die Sahne trimmen. Vielleicht nehmen wir hier einfach mal süße Sahne 20 und dann lassen wir das so. Und dann machen wir hier auch wieder die Kokos-Sahne-Kombi. So, auch hier hoppala, 19 Meter und dann raus damit. Das Ganze muss natürlich immer erst noch ein bisschen wirken. Das heißt, das kann immer noch etwas dauern, bis das mit der Futtermische richtig wirkt. Und dementsprechend braucht man natürlich auch ein bisschen Geduld. Ja, die kleinen, die schmeißen wir direkt wieder rein hier. So, und wieder raus damit. Zack. Ja, und dann kann es losgehen hier. Ich glaube, es hieß schon in den letzten Tagen, dass hier ein bisschen was geht mit den Amouren. Es wurden auch schon große Brocken gefangen. Es wurde der schwarze Amour auch schon als Trophy gefangen. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, bisher absolut schon ja, zufriedenstellend von der Stelle. Das war jetzt alles ohne Futtermische. Und wenn das jetzt gleich mit der Futtermische nochmal richtig schön abgeht, ich denke mal gerade so in den Abendstunden kann da gleich noch was gehen. Gerne natürlich auch bei regnerischem Wetter. Auch das ist durchaus eine Option.
Wenn das hier so leicht verregnet ist, kann das gut gehen. Und wenn es warm wird, auch da durchaus mal auch, ja, ich sag mal so im Randbereich testen. Wenn es warm wird, quasi an den Rändern oder auch hier vorne. Also wie gesagt, wenn es kühl ist, vielleicht eher so ein bisschen mehr in die Mitte. Und wenn es warm wird, dann auch gerne mal so ein bisschen hier an den Rändern testen. Ja, und auch hier vorne geht es ganz gut rein. Da hinten sind mir jetzt gerade noch, ist mir gerade noch ein Schuppenkarpfen auch mit reingegangen. Und jetzt hier vorne bin ich nochmal auf 12 Meter geklippt. Eher hier direkt in diesem Bereich, ja, wo diese kleine Kante hier ist. Und auch hier zuppelt es los. Also, kann man machen. Allerdings waren auch jetzt gerade zwischendurch ein bisschen, ja, ich sag mal so in der Mittagszeit, so ein bisschen Flaute mit dabei. Ich hatte gerade das Gefühl, ohne Futtermische lief das besser. Das ist schon mal ein Ding. Und das bimmelt hier auch schon wieder wie so ein kleiner Wilder, der, ja, keine Ahnung, 3,2 Kilo hat und sich wieder nicht entscheiden kann. Für mich jetzt nochmal absolut entscheidend, gehen in der Nacht nochmal die schwarzen Amure rein. Die sind ja gerne auch mal in der Nacht dann aktiv und auch dazu werde ich dann nochmal da hinten hinwerfen, also nicht nur hier vorne auf 12 Meter, sondern dann eben auch da hinten wieder auf 19 Meter. Und da bin ich jetzt gleich sehr gespannt, ob die Nacht auch wieder die schwarzen Amure bringt. Ja, wie gesagt, hier war gerade so ein bisschen Flaute. Da muss ich mal gucken, irgendwie hat die Futtermische den Spot doch so ein bisschen irritiert. Zack, ja, so ein kleiner. Epa. Ja, 3,9. Also, da werfe ich jetzt direkt nochmal auf 19 Meter. Und dann hoffen wir nochmal in der Nacht auf schwarzen Amur. So. Das dauert jetzt aber hier alles noch ein bisschen. Von daher, Petri, ihr Lümmels, toi toi, zieht euch raus, die Brocken. Und toi toi, dass das hier klappt. Auf die Amure. Und ich teste jetzt danach nochmal, wenn die Futtermische mal so ein bisschen abgeklungen ist und raus ist, teste ich den Spot nochmal auf Regenwurm. Mit dem kleinen Starter-Set sozusagen, was dann hier noch so rausgeht. Bis dahin, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, mittwochs und freitags um 19 Uhr. Petri.